Klassische Solarzellen bestehen aus Siliziumkristallen. Sie wandeln etwa 20% des Sonnenlichts in elektrische Energie um. Für ihre Produktion werden große Mengen hochreines Silizium benötigt. Die Herstellung ist aufwendig und teuer. Eine Zukunft liegt daher in den sogenannten Dünnschicht-Solarzellen. Wie der Name schon sagt, sind sie wesentlich dünner. Das liegt vor allem an den verwendeten Halbleiterschichten. Bei der klassischen Solarzelle sind diese rund 0,2 mm dick. Die Dünnschichtzellen kommen dagegen mit einem Hundertstel davon aus. Das spart Material und die Zellen können zum Beispiel auf einen biegsamen Untergrund aufgebracht werden. Die Einsatzmöglichkeiten werden vielfältiger und dadurch wird der Strom aus Solarzellen letztlich günstiger.